entspannte Fahrt, Leute, um 3 Uhr nachts nach Hause. Gibt's nichts Besseres. Machen wir mal Musik an. Oh yeah, Leute, das klingt gut. Okay, kommen diese Geräusche auf einmal her? Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Spiel. Und wir befinden uns hier gerade mitten im Schnee. Und das soll ein Spiel sein, wo Autos mich verfolgen. Verrückt gewordene Geisterautos. Das Spiel heißt nämlich, Leute, Decimate Drive. Und wir spielen es auf jeden Fall. Und okay, Nachtschichten sind ziemlich anstrengend. Ich fahre nach Hause. Ja, das machen wir mal entspannt. Okay. Sieht aber ganz hier... naja, relativ gruselig aus. Wo sind eigentlich die Lichter? Mann, ich fühle mich irgendwie langsam verfolgt, muss ich sagen. Oh. Oh nein. Da hinten ist ein Auto. Oh nein, das Auto da hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die alle selbstständig werden. Naja, darum soll es auf jeden Fall in diesem Spiel gehen. Wir machen uns auf jeden Fall auf den Weg. Leute, lasst mal alle einen Daumen nach oben da. Und dann verspreche ich euch, wird euch kein Auto der Welt nachts verfolgen, wo kein Fahrer drin sitzt. Ich glaube, das wird sowieso nicht passieren. Aber ey, probiert's nicht aus, indem ihr jetzt ein Like da lasst. Und wir sollten jetzt, glaube ich, am besten ins Hotel gehen. Es ist ja schon ziemlich... ich glaube, ich wurde hier verfolgt oder so. Oh, okay, aber ich kann nicht ins Motel. Moment. Was? Das Hotel ist geschlossen in dieser Zeit des Jahres? Ja, wieso denn? Ich wollte doch gerade ins Hotel. Warum leuchtet das Licht? Die Hotelleute müssten ja... Was ist passiert? Wer hat mich angegriffen? Was ist das jetzt? Okay, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Frank, ich werde dich erledigen. Wer ist Frank? Franklin? Franklin Clinton? Okay. Oh, oh Gott, oh Gott. Wir stehen auf. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, es ist ja noch dunkler als vorher. Was ist passiert? Ist das ein Autounfall gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, ich habe wirklich ein sehr mieses Gefühl bei der Sache heute hier. Ich habe echt ein ganz komisches... Wo ist Frank? Ich habe keine Ahnung. Frank! Franklin! Ist Job irgendwo hier? Okay, das ist sehr, sehr unheimlich. Ich glaube, ich sollte mal da hinten ins Licht gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mich verfolgt gleich jemand. Ich muss ein Telefon finden oder irgendwas. Und ich muss Frank so schnell es geht... nee, ich muss sofort, so schnell es geht, von Frank abhauen. Wie nur möglich. Frank will mich erledigen? Wo ist Frank? Oh, da hinten ist ein Telefon. Wir müssen einfach nur da drauf gehen. Einfach ans Telefon gehen und nach Hilfe rufen. Nicht zu sein, eine sehr, sehr gruselige Atmosphäre in dem Spiel. Hallo? Hallo? Oh, what's going on? Was ist passiert? Ich wurde teleportiert? Oh mein Gott. Ist das ein Licht von einem Auto? Das sieht auf jeden Fall nicht normal aus. Vielleicht ist es auch ein Leuchtturm. Ich glaube, es ist ein Leuchtturm. Das ist schlecht. Verliere ich gerade meinen Verstand? Ich muss unbedingt Hilfe holen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde hier... warte mal kurz. Ich verliere gerade Ketchup, glaube ich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, ich brauche unbedingt ärztliche Unterstützung. Mir geht's nicht gut. Mr. Stark, I don't feel so good. Okay, da hinten ist ein rotes Licht. Da müssen wir hin. Jawohl, und da wären wir auch schon. Und ich glaube, das war das nächste Level. Jawohl, wir sind ins nächste Level gekommen. Okay. Was? Ich kann hinter mich gucken? Was soll das denn jetzt heißen? Ich kann hinter mich schauen. Was, seht ihr das? Das ist ein Auto. Das ist ein Auto, Leute. Ihr seht es auch, oder? Was ist das für ein Auto? Wessen Auto ist das? Hallo! Und er hat rote Lichter. Oh, ist das unheimlich. Und der steckt hier fest oder so, oder? Bilde ich mir das nur ein? Was macht der? Das sieht doch aus wie ein Auto, was von Geistern verfolgt ist. Was liegt hier? Batterien? Hä? Ich glaube... ah, jetzt habe ich Licht. Nice. Leute, dieses Auto verfolgt mich. Das gefällt mir nicht. Nächste Zelle ist nicht weit entfernt. Und ja... hä? Was? Irgendwas stimmt mit dem Telefon nicht. Was soll... oh, da hinten. Okay, wir müssen wohl zum nächsten Telefon. Das war wohl das falsche Telefon. Das ist kaputt gegangen. Mitten als ich da drauf gehen wollte, ist es einfach kaputt gegangen. Ja, ist ja nichts Unübliches, Leute. Wahrscheinlich waren das wieder die Vodafone-Kunden oder so, die ihr Netz verloren haben. Diese merkwürdige Atmosphäre, vor allem mit dieser Hintergrundmusik, ist ein sehr unruhiges Gefühl. Okay, okay. Hallo? Jo. Jo, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wie lange geht das Spiel? Okay, jetzt haben wir einen etwas offeneren Bereich. Oh, da hinten ist das nächste Telefon. Ich sehe es. Okay. Bevor ich jemanden sehe, ist das Telefon mein bester Versuch. Ich kann sprinten. Warum kann ich sprinten, Leute? Warum kann ich in diesem Spiel sprinten? Und wieso kann ich nach hinten schauen? Ist das vielleicht... ein Zeichen, dass jemand da kommt? Nehmen wir erstmal die Batterie. Wir brauchen auf jeden Fall neue Batterien. Das Licht geht uns bald flöten.
Okay. Hallo? Hallo? Oh. Das ist das Falsche. Okay. Dann sprinten wir eben dahin. Let's go, Leute. Oh Gott, ist das gruselig, das Spiel. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass einen jemand verfolgt, aber gerade passiert nichts. Aber es wird gleich passieren. Es wird gleich passieren. Die Zombie-Autos fressen. Oh, es ist auch das falsche Handy. Da ist ein Auto! Mister? Der fährt jetzt direkt auf mich zu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yo! 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 Oh mein Gott! No! Bro, er steckt fest! Ah! Der hat einen Babykopf! Der hat einen Babykopf! Oh! Okay, okay, Leute! Ah! Wo kommt der denn? Wie ist das denn jetzt auf einmal passiert? Oh mein Gott! Okay, Leute, noch ein Versuch! Achtung, das Auto kommt straight! Okay! Okay, der LKW kommt auch gleich. So, der LKW kommt gleich hier von der Seite oder so. Ich sehe ihn, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, lauf. Lauf, Bro, lauf, lauf. Oh mein Gott, Alter, das sind zwei gleichzeitig, die mich jagen. Komm, lauf, 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 lauf. Oh, Junge. Junge, die haben mich gleich. Komm schon, schnell das Telefon nehmen, schnell das Telefon. Oh nein, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Okay, okay, wir sind ganz gut. Wir sind ganz gut positioniert. Ich weiß noch nicht, wo das nächste Telefon ist. Ha, warte, nee. Nehmen die Seite? Die kommen nicht von der Seite, oder? Weiß nicht. Aber ich sehe gerade noch nichts. Das ist gut. Das ist gut. Junge, war das gruselig, Alter. Wie die einfach... Oh nein, ich höre sie immer noch. Ich höre sie noch. Ich höre sie noch. Okay. Das ist das Handy. Ja. Oh mein Gott, wir haben das Level geschafft. Junge, das war ja schon schwer, das erste Level. Okay. Ich glaube, Frank hat uns selber nicht geholt, ne? Da wurden Schüsse abgefeuert. Wo kamen die her? Ich glaube, Frank hat's auch erwischt. Franklin, kein GTA 6 mehr für dich? Sorry, Leute. Heute kein GTA. Sorry, Leute. Leider kein GTA. Oh, hier ist ein Haufen Panzer. Oh, man weiß ja nicht, welcher davon fährt. Was, wenn jetzt einer davon gleich loslegt? Der Wagen da hinten. Das sieht nicht nach einem Panzer aus. Ich glaube, der wird gleich sich bewegen. Leute, ich call's jetzt. Passt auf. Das Ding wird sich gleich in Bewegung... Ja, oder nicht? Nee, es bewegt sich noch nicht. Okay, rotes Licht. Rotes Licht, grünes. Ich höre was. Ich höre was. Da kommt was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist jemand. Oh mein Gott, Alter. Yo, jetzt kommt einfach dieser Monster Truck. Hilfe. Also, ist es kein Monster Truck? Wie nennt man die LKWs oder so? Komm, 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 komm. Oh, ich hab's geschafft. Oh, was ist das gerade für ein Fahrzeug? Das ist alles in meinem Kopf. Das muss ich alles in meinem Kopf abspielen. Genau, das muss es sein. Diese Fahrzeuge fahren einfach von selbst, wollen mich einfach überfahren. Ich weiß nicht, was das ist, Leute, aber Fahrzeuge, die einfach durchdrehen, das ist nicht normal. Da müssen Batterien sein. Ja, 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 ich brauche unbedingt Licht. Ja, so, let's go, Leute. Okay, der wird mich doch niemals verfolgen, oder? Niemals. Der... Oh nein, der ist da hinten. Der ist hinter mir. Aber der Karton wird ihn aufhalten. Oh, yo, yo, yo! Der kann einfach straight Kartons umwerfen. Oh Gott, ich höre ihn. Ich höre ihn straight hinter mir. Ah, er steckt ein bisschen fest. Er ist ein bisschen festgesteckt. Ich sehe es. Da sind sogar noch ein paar Kanister. Okay, wir machen uns gut. Wir machen uns gut. Ich glaube nicht, dass er mich hier kriegen wird. Ich glaube nicht, dass er durch diesen Parcours durchfahren wird. Ja, der steckt fest, Leute. Ah, der steckt fest. Oh, da ist das nächste Telefon. Na los. Okay, es sei denn, er fährt hier drumherum. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein. Oh nein, jetzt muss... Oh mein Gott, das ist eine offene Fläche. Da, der kommt jetzt hier durch. Ja, da ist er, Leute. Da ist er. Oh Gott, bitte, 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 bitte fahr gegen den Baum. Bitte fahr gegen den Baum. Oh, er steckt fest in den Baum. Oh, yo, 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 yo. Lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Ich sehe ihn nicht. Ja, ja. Stecken geblieben. Oh Gott. Von rechts kommt noch ein anderes Auto. Ich weiß nicht. Aber wir haben es gleich. Jawohl. Jawohl. Oh nein. Wo ist denn das... Oh nein, wir müssen jetzt reingehen. Wir müssen jetzt... Ich habe ihn wirklich gesoft, Leute. Er kommt hier nicht durch. Easy Game. Leute, ihr könnt es nicht mit mir aufnehmen. Ihr habt keine Chance. Boah, man, ich bin komplett müde. Okay, ausgepowert bin ich schon wirklich. Was? Ich kann nicht mehr sprinten. Ist das Live-Musik? Vielleicht hilft das. Ja, ich höre so ganz leicht Musik. Wahrscheinlich hört ihr es nicht. Warte mal, habt ihr schon ein Abo da gelassen auf dem Kanal? Falls nicht, tut es gerne, Leute. Wir sind nämlich kurz vor 1,25 Millionen Abonnenten. Oh, was ist das? Wir haben gerade Flashback gehabt. Hat seine Mutter verloren, als er dieselbe Krankheit bekämpft hat. Ich habe sie ein paar Mal im Krankenhaus besucht.
nachdem sie... Nee, ein paar Mal besucht, nachdem sie das Krankenhaus verlassen hat. Okay. Es war aber nicht genug für Frank. Ich kann es nicht glauben, dass er es getan hat. Mich in den Kofferraum seines Autos zu packen und dann in seine Basement zu stopfen. Was? Was? Mit diesem Drecksbrief. Kümmere dich um Anna. Oder was da auch immer stand, sagte er. Okay, wir haben ja so eine Background-Story. Ich find's gut. Okay. Wow, wo sind wir jetzt? Wir müssen aber weiterkommen. Oh Gott. Jetzt sind sie da. Da sind jetzt... Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wow, wow. Wow, jetzt einfach ein Wohnwagen. Oh nein, oh nein. Oh, oh, oh. Okay. Okay, Leute, jetzt geht das Spiel los. Die Autos sind eindeutig aggressiv geworden. Oh, oh mein Gott. Junge. Schnell. Schnell. Oh, yo, die haben mich gleich. Die stecken fest. Mann, das wäre meine Chance gewesen. Jetzt kommen sie her. Jetzt kommen sie her. Achtung. 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 Boom. Oh nein. Oh mein Gott. Ich hab die richtig ausgelockt. Oh nein. 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 Oh Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Spiel ist so stressig. Das Spiel ist voller Stress. Und das war es ja noch nicht mal. Wo ist das nächste? Oh, wo ist es da hinten? Okay, vielleicht kann ich eine der Autos hier einsperren. Yo, das ist eine gute Falle. Let's... Oh nein, ich habe mich selbst hier... Nein. Okay, Leute, wir warten, bis ein Auto kommt. Das ist eine sehr gute Falle. Komm hier rein. Komm hier rein. Komm. Meine Güte, Alter, kannst du nicht fahren? Fahr dir doch hier in die Falle rein. Na los, fahr da rein. Komm, 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 komm. Juhu. Ja, Mann. Bro, was ist in seinem Auto alles drin? Der war safe bei Obi einkaufen. Das hast du davon, mein Freund. Das hast du davon. Tja, für dich geht es leider nicht voran. Wir haben ihn einfach ausgetrickst. Aber warte mal. Da war doch noch ein Oh! Jetzt ist... Wo kommt denn diese Rockmusik her? Hilfe, Leute. Hilfe. Jetzt werde ich einfach von einem Erste-Hilfe-Wagen verfolgt. Die wollen mich straight ins Krankenhaus reinfahren. Oh! Und yo, jetzt kommt einfach der nächste Wagen. Wie krass. Hilfe. Oh nein, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, okay. Ich habe sie ein bisschen ausgetrickst. Ein bisschen. Oh, oh, oh Gott, Alter. Junge, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Okay, kommt nur hierher. Kommt hierher. Was? Wo kommt denn der dritte Wagen her? Oh mein Gott, es sind drei Fahrzeuge. Aber ich habe sie ausgetrickst. Ich habe sie ausgetrickst. Alter. Leute, das Spiel ist wirklich nicht so schwache Nerven. Ich finde das ehrlich gesagt sogar gruseliger als manche andere Horror-Games. Okay, der kommt hier rein. Alles gut. Na los. Fahr hier rein. Und? Jawohl, komm, das nächste Telefon, das nächste Telefon, das nächste Telefon. Das sind die Autos, das sind die Autos. Nein, das ist nicht richtig. Ah! Okay, lauf, lauf, lauf. Jawohl, jawohl. Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einfach hinter Hindernissen verstecken. Das machen wir gut. Oh nein, das machen wir ganz gut, aber da kommt der nächste Wagen. Und der steckt fest. Ja, ja, ja. Let's go, let's go. Wo ist eigentlich das Telefon? Oh mein Gott. Es ist da hinten. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Ist hier wenigstens was? Nur ein Kasten. Nein, hinter uns. Hinter uns! Oh. Na los. Fahr da raus! Fahr da raus! Ja, ich hab's leider geschafft. Ey, wenn der jetzt losgefahren wäre, dann hätte der eine mich straight geholt. Der hätte mich straight abgeholt. Was ein geiles Spiel. Oh nein, man hört es. Wo ist... Der Eiswagen. Ey, sorry, Mann. Ey, um die Uhrzeit lieber nicht. Lieber nicht. Also, ich weiß ja nicht, wer mitten im Schnee sich ein Eis gönnt, aber um die Uhrzeit auf gar keinen Fall, Mann. Da muss doch Safe Pennywise drin sein. Wisst ihr, was ich übelst fühlen würde in diesem Spiel? Wenn der Harry Potter Truck noch kommen würde oder der Harry Potter Zug. Das wäre wild. Okay, okay, okay. Wir machen uns ready. Wir machen uns ready. Da kommen gleich noch andere Fahrzeuge. Oh mein Gott. Yo, der war nicht schlecht. Okay, okay, Vorsicht. Wo ist mein Zweitwagen? Wo ist ApoRed's Fünftwagen eigentlich? ApoRed mit seinem Fünftwagen kommt gleich hier aus Dubi. Ah! Meine Güte, hat er gebremst? Ich hab keine Ahnung. Na los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Help me. Helft mir einfach. Okay, es sieht gut aus. Er steckt fest. Eine andere ist weitergefahren. Da steckt er.
Er wartet nur, bis er losfährt. Jetzt macht er seine Drehung, jetzt dreht er wieder seine Runde. Ich bin so dumm, ich bin einfach in ihn reingelaufen. Oh mein Gott, neuer Versuch, neues Glück, Leute. Und dieses Mal ist der Eiswagen auch mit am Start. Der Eismann hat richtig Bock. Aber ja, die fahren gegeneinander. Okay, 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 weiter geht's, Leute. So, ich halte mich an den Schildern. Das ist echt eine gute Deckung. Ich glaube, die haben sich gegenseitig gefesselt. Ja, jetzt ein bisschen Abstand zu den Gewonnenen. Oh nein, der Eiswagen ist da. Der Eiswagen ist da. Das war schnell. Oh, Fast and Furious. Oh, oh Junge, Alter, der baut hier komplett einen Unfall, Mann. Oh Mann, Alter. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das gruseliger ist, weil man ständig nach hinten gucken muss. Das macht das Spiel so schlimm. Wir haben das Level geschafft. Das ist das fünfte Mal, dass ich dieses Level gerade mache. Ihr habt es nur einmal gesehen. Let's go, Leute. Oh. Oh. Wow. Yoink. Der war aber ganz weit. Der war ganz gefährlich, lieber Eiswagen. Ach, gut, dass man auch in dem Spiel springen kann. Da können wir wenigstens über die Hindernisse kommen. Ja. So, okay. Das war mir klar, dass das Telefon nichts bringt. Warum wollen wir eigentlich die ganze Zeit ans Telefon gehen? Wäre es nicht sicherer, wenn wir hier einfach rausgehen aus dieser Hölle? Wow. Mr. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Polizei? Oh Gott. Yo. Yo. Was macht die Polizei denn hier? Wollen die mir etwa helfen? Ey, Polizei, Freund und Helfer. Das mag ich gerne. Endlich, Leute. Ehre, Mann. Leute, schreibt mal Ehrenpolizei in die Kommentare. Was? Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ich habe keine Ahnung. Aber Ehrenpolizei könnt ihr ja trotzdem in die Kommentare schreiben. Skr, skr, im Audi. Skr, skr, im Audi. Baller die Kurve zu krass. Digga, komm nicht auf die... wie auch immer der Text weitergeht. Ich hab's vergessen, Leute. Aber diesen Ohrwurm kennt doch jeder. Ja, let's go. Nächstes Level geschafft. Oh mein Gott, das geht ja straight los. Oh, yo. Einfach FIB. FIB straight up. Oh, Junge, das ist so gruselig, wenn man das in den Kopfhörern hört. Das macht so viel gruseliger. Wo ist denn das Telefon? Ich hab's verpasst. Hey, Sir, wissen Sie, wo das Telefon ist? Vielen, vielen Dank, Bro. Du bist echt ein Guter. Aber bitte überfahr mich nicht, okay? Also, es wäre echt unvorteilhaft, wenn du... Junge, wer ist denn da am Steuer? Drachenlord oder was? Wow, was ist das für ein Gang? Was ist das? Yo, was ist das? Was mache ich da gerade? Mein Licht geht auch langsam aus. Ist das ein merkwürdiger Gassengang? Okay. Ich verliere meinen Atem. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Ich glaube, ich falle gleich in Ohnmacht. Oh Gott. Oh nein. Oh! Wow. Frank. Was macht Frank? Was? Du wirst es bereuen. Mach die Tür auf. Ist Frank unser Vater? Ich weiß es nicht. Aber das sah aus, als wären wir ein Kind. Junge, die Story ist ja krasser als die von, keine Ahnung, FIFA oder so. Es ist also wirklich passiert. Damn. Wie lange bin ich bereits auf der Flucht? Da brennt ein Auto. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Oh, whoop. That's the sound of the LKW. Whoop, whoop. Ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen anders ausweichen sollen. Damn, oh mein Gott. Okay, wisst ihr was, Leute? Der wird doch straight... Er kann die Autos umwerfen, oder? Ja, er kann. Er kann aber sowas von. Er kann es, aber ich kann es nicht. Das macht's... Oh ja, der Rückwärtsgang ist nicht so geil bei dem. Junge, was hast du für eine Leistung? Der hat ja übelst viel PS. Also wortwörtlich, der hat wirklich... Junge, Hilfe, Leute. Ich glaube, der holt mich jetzt. Der holt mich jetzt. Junge, ist das krass schwer. Junge, komm, komm, komm ans Telefon. Ja, steckt ein bisschen fest. Na los. Hallo. Ja. Hat's geschafft. Oh, was ist das? Wo sind wir jetzt? Hinter mir ist ein Auto, oder? Ja, 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 ja. Da ist ein Auto. Okay, okay. Wir machen uns gut. Wir machen uns gut. Wir machen uns gut. Ich glaube, ich nehme kurz die Deckung. Ja, er ist in die Wand reingerasselt. Ich sehe es. Ist es hinter mir? Hinter mir ist das Telefon. Es ist hinter mir. Ich habe es nicht aktiviert. Warte, wie komme ich da rein? Hey, Mister, können Sie mir mitnehmen? Hallo? Können Sie mal aufhören, da wild rumzufahren? Ich glaube, er ist wieder stecken geblieben. Das ist so gut. Niemals kommt er hier durch. Oh nein, das Level geht noch weiter. Mag ich nicht so. Okay, schnell. Schnell.
Da kommt diese Musik. Ich hasse diesen Song. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber den kennt jeder von euch. Bruder, da ist ja Lambo. Junge, was geht ab, Mann? Wer ist das? Ey, warte mal. Ist das nicht der Lambo von Lukas? Hallo? Lambo von Lukas, bist du das? Burger Pommes auf die Eins. Junge, es ist ja wirklich. Es ist wirklich. Oh mein Gott. Joik. Ich muss drüber springen. Der Wagen hat extra viel PS. Na los. Junge. Junge. Ey, Mann, Alter. Sorry, nur, dass ich auf euren Song nicht reacted habe. Warum müsst ihr mich jetzt gleich überfahren? Ey, es tut mir leid. Ich glaube, ich hab's. Warum wird die Musik lauter? Wir haben es Level geschafft. Boah, Junge, Alter, was ist das für ein Spiel, ey? Was ist das für ein Fiebertraum, dieses Spiel? Jetzt sind wir wieder hier. Sind wieder beim Leuchtturm. Und ich habe keine Taschenlampe mehr. Mein Licht ist fast... Oh, 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 oh. Okay. Okay, wir haben einen guten Vorsprung aufgebaut. Okay, komm, komm, komm. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Ich habe keine Ahnung, wie weit der weg ist. Der ist aber straight hinter mir, oder? Lass mich raten. Der ist jetzt da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Okay. Okay, das Spiel ist nicht zu schwache Nerven. Das Spiel! Nichts für schwache Nerven. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber, Bro, auf dem Eis ist... Ich bin ein bisschen sicherer auf dem Eis. Da kann er so nicht so gut manövrieren. Wir sind gleich da. Aber der kommt auch, der kommt auch, der kommt auch. Oh mein Gott, er hat mehr Grip. Er hat wieder mehr Grip. Er hat wieder mehr Grip. Er hat McRib. Er hat einfach McRib. Ja! Let's go! Boah, Junge, was ist denn jetzt ab? Wow! Wow, 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 wow! Bro, warte mal! Ey, ich erkenne das Auto! Leute, das ist das Auto von Lucia und Jason! Von mir aus bringt mich gern nach GTA 6, aber das war eindeutig das Auto von Lucia und Jason. Hier ein Beweisbild. Das war dasselbe Auto, oder? Safe. Okay, nur mit dem Unterschied, dass die Lackierung grün war. Aber das ist ja jetzt egal. Das könnte ja auch gleichzeitig Franklins sein. Grove Street Families. Man weiß doch Bescheid. Oh ja, eine Falle. Eine Falle, eine Falle, eine Falle, eine Falle. Junge! Wow! Wow! Yo! Yo! Oh! Oh! Oh mein Gott, er hat den einen überschlagen. Ich hab zwei Autos in einer Klappe geschlagen. Ich hab zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Junge, hup mich nicht an, Michael. Das ist wahrscheinlich Michaels Auto. Leute, ich habe einfach zwei Autos auf einmal ausgeschaltet. Okay, Leute. Viel Spaß mit eurem, was auch immer ihr macht. Du hast bestimmt kein Allrad. Leute, das war doch easy, ey. Wirklich, wir haben gerade Five-Head-Move für seinen Urgroßvater gemacht. Sein Urgroßvater. Und da ist einfach... Muss ich noch was sagen? Ich glaube, wir alle haben schon ein Trauma von diesem Zug. So, lalala. Ich mach das Level jetzt ganz in... Wow! Wo kam denn der jetzt auf einmal her? Einfach ein Drittwagen. ApoRD mit seinem Fünftwagen. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Oh, da ist er. Yo. Willst du auch in die Grube? Willst du auch eben in die Grube? Ey, das ist der Wagen, den ich schon einmal in die Falle gelockt habe. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm. Leute, wenn ich mir diese Chance entgehen lasse, dann habe ich ein dickes Problem, weil da muss ich noch einmal gegen drei Autos kämpfen und das will ich nicht. Oh mein Gott, das war so dumm von mir gerade. Das war so ein dummer Play von mir. Wow. Yo, 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 yo. Okay, er fährt da, er fährt da, er fährt da. Ist gut, ist gut, ist gut. Komm, bitte ende das Level. Wow, jetzt sind wir in Los Angeles. Naja, zumindest ist das Riesenrad. Ich dachte gerade, ich bin im Del Piero Pier. Man, ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Oh, die Musik. Die Musik. Oh, ich mag den Song. Kommt die Musik her? Also meine Sprintenfunktion geht langsam auch zu Ende. Ich bin auch recht erschöpft nach dem hier. Leute, ich schwitze so krass. Krasser als beim Training gerade. Ich musste es tun. Ich musste einfach aus diesem Keller raus. Ja, das wäre auch gut so. Das ist wie so ein Schuldtrip oder so. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wow. Was ist das jetzt? Ich habe für Andrea, aber ich habe Andrea gewartet, dass sie einschläft. Oh, was ist das? Hä? Ich habe die Tür geschlossen und ich habe das Messer genommen. Okay, und was hat er gemacht? Ich habe ihren Arm... Was? Was hast du gemacht? Sag mir nicht, dass es so klingt, wie ich das...
klingte. Klar, da dachte. Und dann kann ich mich nur erinnern, dass Frank durch die Tür geschossen hat. Okay. Krass, Franklin Clinton ist voll der merkwürdige, böse Typ. Okay, nächstes Level, Leute. Ich kann jetzt aber nicht aufhören. Jawohl, es muss weitergehen. Oh, let's go, wir können endlich wieder sprinten. Oh nein, das heißt, jetzt kommt ein finaler Bossfight? Glaub schon. Oh nein. Hilfe, Leute. Help me. Wow! Einfach zwei Autos gegeneinander straight abgefahren. Aber wir haben einen dicken Vorteil, Leute. Wir haben diese Deckung. Und die bin ich auch bereit zu nutzen. Oh, Leute, die haben keine Chance. Guckt es euch an. Die sind so weit weg. Wenn ich mich jetzt... Warte mal. Wow, der kam einfach von der Seite. Oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Achtung, der ist gleich da. Wow, 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 wow. Okay, ich muss mich umdrehen. Ich muss mich umdrehen, Alter. Bro. Okay. Laufen wir, Mann. Junge, das hört nicht auf, Mann. Das hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Alter. Oh mein Gott. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, oder? Jetzt hat er mich. Holy moly, Leute. Immer auf zwei gleichzeitig zu achten, ist echt nicht cool. Oh nein. Ah! Oh mein Gott, er hat mich erwischt. Es hat mich erwischt. Nicht. Oh, oh mein, Alter, die machen alle Tokyo Drift. Die machen alle Tokyo Drift. Wow, wow. Okay, ich muss mir was überlegen. Ich muss den eine Falle stellen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Boah, Junge, links, rechts, Schwäche. So, jetzt komm, fahr auf den Pöller drauf. Na los. Wo ist der andere Typ? Wo ist der andere Typ auf einmal? Oh, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Komm, 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 ja. Ich bin sowas von überhaupt nichts und niemand safe. Wow, wow. Yo, 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 lass mich kurz ans Telefon, bitte. Ja, wow, wow, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Alter, das muss der Bossfight sein. Ein brennender Wagen, brennendes Geisterauto, das mich verfolgt. Ich muss sprinten. Ah, jetzt kann ich ja sprinten. Ich kann sprinten, Mann. Ich kann sprinten. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht, Mann. Achtung. Achtung. Wow. Wow. Okay, okay. Wir haben das erste geschafft. Aber ich sehe da noch einen Wagen. Ich sehe da noch einen Wagen. Jetzt ist er unterwegs. Alter, es ist der Ghost Rider. Es ist einfach der Ghost Rider, Leute. Crazy. Anstatt auf Motorrad kommt er jetzt mit Auto. Das war dumm. Das war dumm. Das war doch nicht so dumm. Das war jetzt dumm. Das war straight. Boah. Oh. Auf die Sekunde. Auf die Sekunde. All diese Zeit in dieser Basis. Ich meine, im Keller. Musste es tun. Ich musste da rausgehen. Egal wie. Was hast du getan, Mann? Wir können jetzt eine Entscheidung treffen. Da rechts, da ist der Truck, wo Frank drinne gefangen ist. Warum bewegt er sich nicht? Wartet er auf jemanden? Oder wir gehen ans Telefon. Oh mein Gott. Leute, ich will euch jetzt eine Sache sagen. Ich habe ein Video gesehen, was passiert, wenn man da reingeht. Aber erst einmal will ich wissen, was passiert, wenn ich da ans Telefon gebe. Es gibt hier zwei Enden. Ein letzter Versuch. Kommt jetzt ein Bossfight? Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Was passiert jetzt? Wow. Ich bin raus. Ich bin raus. Okay, das ist das coolere Ende. Das davor war richtig langweilig. Da war einfach nur ein Endscreen. Ich bin endlich draußen. Da ist ein Polizeiwagen. Ich hab's endlich geschafft. Ey! Anna! Ich hab's geschafft! Ich bin draußen! Werden Sie mich nach Hause bringen? Werden Sie mir helfen? Was? Was machen Sie? Hallo? Ich sehe nichts. Oh. Ey, yo. Okay, warte. Was heißt abpatchen? Patchy, der Pirat? Ich bin aber im Beifahrersitz. Da ist ein Rettungshelikopter. Jawohl, die retten mich. Oh. Was? New Game Plus freigeschaltet? Oh nein, das könnt ihr vergessen. Leute, das war's auf jeden Fall von dem Spiel, dessen Namen ich vergessen habe. Vielleicht schreibt ihr den mal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. IDs raus, haut rein und ciao.